Ja, Wahnsinn, Romano Schulz und Tom Kölsch vom Team PR Motorsport. Eure erste Saison im 318 TI Cup. Romano, du bist gerade das Qualifying gefahren. Wie hast du es erlebt? Ich habe mich ein bisschen verwachst, muss ich sagen. Ich habe ein bisschen übertrieben, ständig abgeflogen, keine freie Runde gehabt. Also ja, für uns mit Platz 6 auf jeden Fall ganz weit hinter den Erwartungen, gerade nach dem freien Training gestern. Ich bin gerade dabei, die Daten zu analysieren. Wir schauen mal, woran es liegt und hoffen, dass wir im Rennen dann schneller dabei sind. Tom, 2 Stunden Renndistanz warten auf uns. Wie sind deine Erwartungen fürs Rennen? Also ich denke, in den 2 Stunden kann man einiges machen. Sag mal, auch wenn man ein paar Plätze weiter hinten steht, man kriegt schon, denke ich mal, schon ausgebügelt mit der richtigen Technik. Romano, für dich die erste Saison in der Rundstrecke. Du kommst ja eigentlich aus dem Autocross-Bereich. Wie groß ist die Umstellung für dich gefallen? Also ich komme aus dem Rallycross, also nicht Autocross, aber ist nicht so schlimm. Die Umstellung, gerade jetzt im Quali habe ich es gemerkt, tue ich mich schon schwer. Ich bin halt eher so der Typ, raus und sofort 110%. Man muss dazu sagen, diese Autos, die 318 Ti, sind sehr ruhig zu fahren. Und ich habe alles andere als einen ruhigen Fahrstil. Ich bin sehr aggressiv und ich muss jetzt lernen, dass weniger mehr ist. Und da tue ich mich leider gerade heute ein bisschen schwer. Aber ich denke, der Tom gleicht das aus. Der Tom ist genau der ruhige Part. Und da gibt es so ein paar Sachen, wo ich tatsächlich sogar mir noch was abschauen kann. Tom, nach vielen erfolgreichen Jahren im Kartsport, jetzt der Einstieg für dich in den Automobilbereich. Erzähl doch mal, wie bist du auf den DMV BMW 318 Ti Cup aufmerksam geworden? Also bei uns war ja der Marvin Otterbach im Ortsclub und er hat mir durch viele Treffen von dem Ortsclub mit ihm gesprochen und da hat sich auf jeden Fall super angehört für Einsteiger und ich war noch 15 und dementsprechend war klar 318 Ti Cup, weil super Möglichkeit und preisgünstig. Und deine ersten Eindrücke jetzt hier von der Rennstrecke, erzähl mal, wie hast du die Tests, die Trainings gestern hier erlebt? Ich war wirklich begeistert. Ich war überrascht, dass so viele Zuschauer hier waren und alles viel größer ist. Das ist einfach Wahnsinn. Das ist einfach alles viel größer und anders wie beim Kart. Definitiv. Tom Kölsch und Romano Schulz, vielen Dank und viel Erfolg für das heutige erste Rennen der Saison. Dankeschön, bis später. Danke.